Also mit anderen Worten, wir müssen dann, wenn wir überhaupt irgendwelche randomisierten Algorithmen finden, die man gebrauchen kann, damit rechnen, dass die Fehlerwahrscheinlichkeit in irgendeiner Art und Weise von n abhängt. Das werden wir auch gleich sehen an einem konkreten Beispiel. Ich will aber vorab vielleicht nochmal die Dinge, die ich eben gesagt habe, nochmal aufschreiben. Das Erste, was ich Ihnen gesagt habe, ist schon vor randomisierten Algorithmen, es ist keine gute Idee, ganz ohne Garantien zu arbeiten. Obwohl wir im gewissen Sinne das im nächsten Schritt nach den randomisierten Algorithmen wirklich machen werden. Aber ich schreibe das trotzdem nochmal hin. Randomisierte Algorithmen ohne Garantie oder ohne Garantien sind nicht sinnvoll. Monte Carlo und Las Vegas sind ja gerade Beispiele für Algorithmen, die Garantien haben. Der eine hat eine Garantie bezüglich der Laufzeit, der andere hat eine bezüglich der Optimalität der Lösung. Und was ich Ihnen auch nochmal hinschreiben möchte, ich hatte ja am Anfang gesagt, im gewissen Sinne meint man mit randomisierten Algorithmen zufälliges Rumprobieren. Aber unter zufälliges Rumprobieren kann man natürlich alles Mögliche verstehen. Und zufälliges Rumprobieren ist nicht so gemeint, dass Sie wirklich einfach nur probieren. Also das sollte man folgendermaßen festhalten: randomisierte Algorithmen ohne Strategie sind auch nicht sinnvoll. Und was ich mit ohne Strategie meine, will ich Ihnen gleich zeigen. Ich habe einen Graph mit n Ecken. Ich möchte eine Clique finden. Und wir gehen mal davon aus, dieser Graph hat genau eine maximale Clique. Und meine Strategie in Häkchen, die ich habe ja gar keine Strategie, ist die, dass ich völlig zufällig eine Menge von Ecken auswähle. Irgendeine. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dadurch, dass ich völlig zufällig eine Menge von Ecken auswähle, die richtige Clique finde? 1 durch 2 hoch n. Der Grund, warum es das hier ist, ist ganz simpel. Wenn mein Graph folgendermaßen aussieht, V ist die Menge der Ecken, und die Anzahl der Ecken ist n, das war ja immer unsere Vorgabe, n als Größe des Problems, n ist die Anzahl der Ecken, dann muss ich doch, wenn ich zufällig eine Eckenmenge auswähle, mir überlegen, wie viele Mengen habe ich denn zur Verfügung. Und auswählen kann ich jede Teilmenge von V. Also zufällig wird eine Teilmenge von V ausgewählt. Naja, und jetzt muss ich mich nur noch fragen, wie viele Teilmengen von V gibt es? Die Teilmenge von V ist die Anzahl der Elemente der Potenzmenge. Die Potenzmenge hat 2 hoch n Elemente. Das heißt, es gibt 2 hoch n verschiedene Möglichkeiten, einen Kandidaten für diese maximale Clique auszuwählen. In der Aufgabenstellung stand, es gibt nur eine richtige Lösung, also einer von 2 hoch n Fällen. Darum ist die Wahrscheinlichkeit, den richtigen zu treffen, 1 durch 2 hoch n. Und das war das Beispiel, von dem ich meinte, wenn Sie einfach nur zufällig rumprobieren, ohne irgendeine Strategie zu haben, dann kommt natürlich totaler Nonsens raus. Diese Wahrscheinlichkeit ist super gering, und es würde überhaupt nichts bringen, mit so einem Algorithmus daran zu gehen. Denn da müssten Sie, um auf eine vernünftige Wahrscheinlichkeit zu kommen, exponentiell oft probieren, und dann können Sie auch gleich alle Möglichkeiten durchprobieren. Das läuft auch selber hinaus.